Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin heute mit Benny im Deister und wir haben glücklicherweise heute Sven getroffen. Du wirst ihn einfach durchziehen. Genau. Du wirst einfach ganz easy und entspannt, wirst du jetzt hinter mir herfahren. Sven hat auch ein Profil auf Instagram, er nennt sich Sven Duro, blende ich oben mal ein. Sven ist normalerweise auf dem YouTube-Kanal von Sesh MTB zu sehen, ist quasi sein Vorreiter. Blende ich hier oben auch mal ein. Sesh MTB war dieses Wochenende irgendwie nicht am Start, Sven war alleine im Deister. Und da ich wusste, dass er ein richtig guter Mountainbiker ist, habe ich mir meinen Fullface-Helm geschnappt und habe ihn gebeten, mich über einen der Sprünge auf dem Ü30 zu ziehen, den ich noch auf meiner Liste hatte. Ab Sven es geschafft hat, meine mentale Blockade zu lösen, seht ihr am Ende des Videos. So, hauen wir mal rein. Ne? Ich kann euch sagen, dass wenn man so richtig anstrengend ist, Sven hier hinterher zu kommen, der springt hier jede Wurzel, die ihm unter die Räder kommt. So langsam endete der erste Abschnitt und wir kamen den Doubles, die ich jetzt auch noch mal zwischenschieben wollte, näher. Scheiße, Mann. Der wäre richtig schön gewesen, aber der steht ganz unten auf meiner Liste und bleibt auch erstmal auf der Liste. Als nächstes kommt der Sprung, bei dem ich jahrelang gekniffen habe und den ich unbedingt schaffen musste, um jetzt so langsam ins Springen reinzukommen. Als nächstes kommen die Doubles, die ich bisher noch nie hintereinander weggesprungen bin und heute nochmal einschieben wollte. Nicht schön, aber geschafft. Okay, von mir aus, auf los geht's los. Es ist so verrückt, wie schnell Sven in den Kurven ist. Mein Hinterrad, also es war auch zu wenig Luft drauf, ist quasi fast von der Felge gesprungen. Es fühlte sich echt mega schlackerig an, aber ich wollte zumindest irgendwie mithalten. Ich hab zu wenig Luft hinten drin. Er hat aber guten Grip. Alter Schwede. Trotz der Nässe kommt man echt gut über die ganzen Anlieger rüber. Ja.
So, wer sich jetzt fragt, wann kommt denn jetzt das Ding? Ihr wolltet doch hier was springen? Keine Angst, kommt schon noch. So, da hat er sich kurz verfahren, um dann verrückterweise für mich aktuell unvorstellbar. So, aber jetzt bin ich tatsächlich auch gleich dran. Nochmal durchschnaufen und dann geht's los. Wenn du abbrichst, dann vorher abbrechen, ne? Ja. Nicht irgendwie noch auf den Boner drauffahren oder sowas, wenn du dich scheiße fühlst, aber wirst du nicht. Nee. Du wirst ihn einfach durchziehen. Genau. Du wirst einfach ganz easy und entspannt, wirst du jetzt hinter mir herfahren. Atme dich durch. Ja, mach einfach. Ja, okay, jetzt nochmal richtig. Es ist nicht so schlimm, jetzt weiß ich, dass es nicht schlimm ist. Okay. Ich bin im Bunnerlock danach dann noch ein paar Mal gesprungen und von Mal zu Mal fühlt es sich besser an. Der eine oder andere wird jetzt sagen, so schlimm ist das Ding ja aber nicht. Ja, natürlich ist das Ding nicht schlimm. Aber bevor man es nicht das erste Mal gesprungen ist, ist es halt schlimm. Und für mich war dieser Sprung der Step für den nächsten. So, und zum Schluss nochmal ein fettes Dankeschön an Sven. Ohne dich hätte ich das definitiv heute nicht gemacht. Hat sich gut angefühlt, aber der danach kommt dann für mich zu früh. Ja, okay.